Prima di farvi ascoltare il dialogo, vediamo alcuni sostantivi che riguardano l'affitto di un appartamento. Il pigione, die Miete. I pigioni, die Mieten. L'inquilino, der Mieter. Gli inquilini, die Mieter. L'inquilina, die Mieterin. Il locatore, der Vermieter. La locatrice, die Vermieterin. L'appartamento, die Wohnung. Gli appartamenti, die Wohnungen. Il contratto d'affitto, der Mietvertrag. La garanzia d'affitto, die Mietbürgschaft. L'appartamento, die Mietwohnung. La cauzione, die Mietkaution. La cauzione dell'affitto come garanzia, die Mietkaution als Sicherheit. Deposito in contanti, Barkaution. Gli affitti arretrati, die Mietschulden. Guten Tag, sind Sie Herr Klee? Ja, genau. Guten Tag, Herr Walter, richtig? Richtig, kommen Sie doch bitte herein. Danke. So, ich zeige Ihnen die Zwei-Zimmer-Wohnung. Es ist ein Altbau, Baujahr 1905. Die Wohnung hat Holzfußboden, Gasetagenheizung, Heizkörper in jedem Raum, eine Einbauküche und eine Terrasse. Sehr schön. Wie groß ist die Wohnung insgesamt? Die Wohnung hat 76 Quadratmeter. Da ist das Bad. Sehen Sie sich in Ruhe um. Das Bad ist hier ein bisschen klein. Naja, es hat eine Badewanne und ein Fenster. Kommen Sie weiter. Das ist die Küche. Sie ist schön groß und hat eine Einbauküche. Sie hat fast alles. Einen Kühlschrank, ein Gefrierfach, einen Herd, vier Kochplatten. Hier ist sogar eine Dunstabzugshaube. Hier ist das Waschbecken und da ist die Abstellkammer. Sehr praktisch. Nicht wahr? Hier ist das Wohnzimmer. Das Wohnzimmer ist schön groß. Ah, eine Treppe. Was ist oben? Oben ist das zweite Zimmer und die Dachterrasse. Die Terrasse ist toll! Quietscht. Der Blick gefällt mir wirklich sehr gut. Wie hoch ist die Miete im Monat? 480 Euro, warm, inklusive Wasser und Nebenkosten. Sie müssen aber noch Strom und Gas bezahlen. Wie teuer ist das dann zusammen? Ah, ich kenne Ihren Stromverbrauch nicht. Kochen und waschen Sie viel? Nein, vielleicht nochmal 100 Euro zusätzlich. So alles zusammen 580 Euro. Okay. Die Wohnung gefällt mir wirklich gut. Ab wann ist sie denn frei? Sie können sofort einziehen. Aber natürlich muss ich noch einiges von Ihnen wissen. Wie alt sind Sie? 27. Möchten Sie hier alleine wohnen? Ja. Was sind Sie von Beruf? Also ich studiere noch. Mmh.
Studenten haben wir hier nicht so gerne. Sie feiern zu laut, zahlen die Miete nicht pünktlich und beschädigen die Wohnung. Also, ich studiere Medizin. Ich bin auch fast fertig. Ich habe keine Zeit zu feiern. Ich muss die Hälfte des Tages lernen, die andere Hälfte arbeite ich in einem Krankenhaus. Daher verfüge ich auch schon über ein geregeltes Einkommen. Mit der Miete gibt es keine Probleme. Ja, ja, ist gut. Ich glaube Ihnen. Bringen Sie mir doch bitte bis Ende der Woche Ihren Arbeitsvertrag und eine Auskunft Ihres Vermieters. Denn es dürfen natürlich keine Mietschulden vorliegen. Dann können wir einen Mietvertrag machen. Sehr gut. Danke. Wie hoch ist denn die Kaution? Wie immer, 3 Monatskaltmieten. Also bei 400 Euro Miete sind das 1200 Euro Kaution. Sie können natürlich auch in Raten bezahlen. Okay. Muss ich noch eine Provision bezahlen? Nein, natürlich nicht. Den Rest besprechen wir dann in meinem Büro. Gut. Danke sehr. Ich komme dann am Freitag zu Ihnen. Sehr schön. La garanzia d'affitto di Mietbürgschaft. Vi traduco questo testo contenente informazioni di base sulla garanzia d'affitto. La garanzia per l'appartamento in affitto viene fatta sempre quando nessun deposito in contanti è stato fatto. La cauzione d'affitto invece può essere concordata al posto di una normale garanzia d'affitto tra proprietario e inquilino. E qui si parla per lo più di una garanzia direttamente applicabile. Per questo il garante rinuncia alla commissione di ricorso, cioè il proprietario non solo può subito pretendere il diritto di avere la garanzia, ma può procedere contro l'inquilino che gli è debitore. Die Bürgschaft für die Mietwohnung. Barkaution. Die Mietbürgschaft. Mietsicherheit. Vereinbart. Direttamente applicabile. Selbstschuldnerische Bürgschaft. Il garante. Der Bürger. La commissione per il ricorso. Einrede der Vorausklage.